Hallo, mal gucken, was wir aus dem Kaffeesatz für dich zu se sehen können. Du denkst, grübelst über etwas wirklich Bestimmtes nach, aber richtig mit sehr intensiven Gedanken. Ja, lässt sich besonders hier erkennen, so die Gedanken haben sich geballt. Ja, so einzelne Wege zeichnen sich ab, ja, für die Lösung des Problems. Allerdings, ja, wie so ein Krebsgeschwür oder wie so ein Damoklesschwert, so ist es über dich, also schwebt es über dir. Genau. Viele Ereignisse, ja, sorgen auch dafür, dass dieser Gedankengang dich nicht loslässt. Ne? Ja. Letzten Endes bahnt sich ein Weg an, ja, wo du aus diesem problematischen Gedankenfluss da rauskommst. Ja. Ist zwar ein dünner Weg, ne, so ein ganz dünner Weg, ne, schmaler Weg, aber letzten Endes, ja, ist Licht am Ende des Tunnels. Ja. Ja, eine Person hat sich hinter dir gestellt, ja. So, und signalisiert auch deiner Umgebung. Ja. Dass diese Person hinter dir steht, ja. Und wer sich mit dir anlegt, legt sich auch mit dieser Person an. Ja, also eine mächtige Person sehe ich hier. Ja. Aber nochmal zu diesem Problem, was dich beschäftigt, ja. Also, es ist ja so ein Energiefluss so im Kopf, ne? Dies bringt dir aber auch viel Weisheit, ne? Also das Problem, was du momentan hast, ja, ist nicht nur ein Problem, was du loswerden willst. Während du dich mit diesem Problem beschäftigst, entstehen auch kreative Gedanken, entstehen neue Lebensweisheiten für dich. Ja? Also versuche auch diese Zeit, die jetzt dich beschäftigt mit diesem Problem, auch mal als lehrreich zu betrachten. Ja? Das war's, bis zum nächsten Mal.